Willkommen, liebe Leute, zu einer kleinen Runde Out of War Red Tides. Ein paar Leute haben sich das gewünscht und ich bin ganz ehrlich, ich wollte heute eigentlich groß aufnehmen. Hab mir gedacht, boah, kaufst du mal ein Spiel bei Steam so und das nimmst du erstmal ein bisschen auf. Aber als ich geguckt habe, also zumindest bei den neuen Dingen, die gerade so in letzter Zeit rausgekommen sind, gab es da irgendwie nicht so viel, was mich wirklich angesprochen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wartest du jetzt noch mal ein bisschen, da ich aber heute unbedingt eine Folge brauche, habe ich mir gedacht, komm, wie gesagt, es wurde von ein, zwei Leuten mal gesagt, hey, mach mal wieder dazu ein Video. Ich bin gedacht, komm, dann machst du mal eins und guckst mal, was so ein bisschen neu ist, ob sich da irgendwas geändert hat. Und dann muss ich halt morgen oder nachher noch mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes bei Steam finde oder ob wirklich in den nächsten Tagen was kommt und dann muss ich ein bisschen Fellerzeug besorgen. Ich weiß es noch nicht, ich muss es mir mal anschauen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal eine Folge, also machen wir jetzt mal eine Runde Art of War. Was ich gerade schon im Launcher gesehen habe, ist, dass es jetzt einen Two-on-Two-Modus gibt. Endlich, Gott sei Dank, ich muss zugeben, ich habe so oft immer nur einen Partner gehabt für dieses Spiel und es hat immer eine dritte Person gespielt, das musste immer ein Random sein und der war meistens nicht so gut und so, ne? Irgendwie hat sich aber die dritte Person nie da. Aber jetzt gibt es einen Two-on-Two-Modus, finde ich sehr gut, bin ich sehr, sehr froh drüber. Dann gibt es eine neue Map und irgendwelche neutralen Einheiten, die ich aber noch nicht gesehen habe. Weiß nicht, ob ich die erst freischalten muss, kann also sein, dass es Einheiten gibt, die alle benutzen können. Aber naja. Wir werden jetzt erstmal ein schnelles Spiel spielen. Also einfach mal ein schnelles Spiel spielen und 1 gegen 1 machen. Dann kann ich wenigstens zu Recht auf die Fresse kriegen. Ja, und wir gucken mal, was einfach... 16 Sekunden nur angeblich bis zum... Ne? Bis es losgeht. Ich weiß nicht, wie weit sich das Spiel neuer Beliebtheit, also großer Beliebtheit erfreut. Habe ich leider keine Ahnung. Es gibt allerdings keine neuen Also es gibt angeblich diese neutralen Einheiten, aber die haben bisher an den normalen Einheiten nicht weiter rumgefeilt, wie ich gesehen habe, glaube ich zumindest. Es kann sein, dass sie am Balancing was getan haben, aber es gibt nichts Neues. Ich warte ja immer noch auf die, ich weiß nicht mehr, wie teuer sie waren, aber diese unsichtbare, von den Atlas gab es so eine unsichtbare Einheit. Ich kann es mal kurz zeigen, ich hoffe, ich bleibe in der Dings drin. Hier... glaube ich, hier gab es eine Einheit, es war die dritten oder die vierten, gab es eine unsichtbare Einheit, die auch nur 200 oder so gekostet hat oder vielleicht einen Ticken mehr, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die war schon, also die war halt relativ schnell unsichtbar und wenn du die hattest, dann hast du die natürlich bei den Atlas, habe ich aber glaube ich schon mal erklärt, ne? Bei den Atlas auch noch umgestellt, dass du die dann nach der ersten Runde wieder verticken kannst und umbauen kannst auf einen anderen, weil der natürlich sich eine Sonde baut dann, wenn er merkt, ey, meine Einheiten kommen da irgendwie so gar nicht durch. Und es hat auch gepasst. Es geht nicht nur darum, dass du die Einheiten platt machst, sondern es geht auch darum, dass du nicht so weit vorrennst, dass du zum gegnerischen Tower rennst, der dich sichtbar macht, du stirbst. Ja, nein, sondern du musst es in der Mitte austragen. Und das hat immer mit den Einheiten so gut geklappt, dass keiner gestorben ist, keiner bis zum Dings durchgerannt ist und die an diesem Kack, an diesen Versorgungskonistern stehen geblieben sind und die kaputt gemacht haben und dann kamen die nächsten und dann hast du sie wieder platt gemacht, weil er erst in der dritten Runde ein Dings bauen konnte, ein hier so ein Sucher, Scanner, whatever, und dann hast du sie einfach wieder vertickt, so, entweder schon vorher oder dann, wenn er einen gebaut hat, vielleicht war er ja unaufmerksam, und hast sie vertickt und was anderes geholt. So hast du das Early Game schon ein bisschen hart gestompt, sag ich mal, konntest auch fast für Lappes, für Null die Einheit umbauen. Und, ja. Punkt. Und im Late Game konntest du dann einfach wieder mal so reinwerfen, so eine Einheit, und hast alles weggemacht, weil, wenn der Gegner nicht so viel AE-Schaden hatte, haben die trotzdem irgendwie alles getötet, ohne dass es aufgefallen ist. Ja. Okay, so, was spielen wir? Ich will nicht die Yaogi spielen. Wie kann ich es nochmal ändern? Hä? Ist es random? Andere Formation. Hier, ich spiele die nochmal. Auch wenn ich glaube, dass das mittlerweile die Schwächsten sind. Oh. Auf jeden Fall ein Blitztower. Ich kann jetzt nicht mehr so viel auswählen, scheiße. Die Orbital Cannon ist scheiße. Versteinert, na, alles nicht so geil. Aber wichtig ist der Blitzturm. Okay, er hat Yaogi, das bedeutet, er hat biologische Einheiten am Anfang wahrscheinlich. Also ich bin ein bisschen raus, ich habe seit der letzten Aufnahme nicht mehr gespielt, so. Biologisch, stark gegen biologisch, stark gegen mechanisch. Bedeutet, wir starten tatsächlich mit denen? Oder mit denen? Start gegen... Wir starten mit denen.
Gucken einfach mal, was draus wird. So. Ich hoffe, ich denke dran, das Teil abzugraden bei Welle was? 5 oder so, ne? Was ist denn das? Ist das schon die neue Map? Gewinne ich das? Sieht gut aus, oder? Ja, sieht gut aus. Wir haben neue geholt, diesmal ein paar Fernkämpfer dazu. Okay, das. Und das ist wieder das Bescheuerte, ne? Du rennst halt da rein und. Naja. So, was sind wir bei Welle 3? Ja, jetzt macht er mich platt, nur wegen diesem Kackding. Das ist so absolut abgrundtief ultra lächerlich. Und er hat jetzt eine Mehrheit auf dem Feld. Ich hoffe, wir kriegen sie trotzdem weg mit unseren Fernkämpfern. Schade, den habe ich nicht mehr hinbekommen. So, ich hoffe, jetzt kriegen wir was. Ich brauche mehr Fernkämpfer. Und ich muss... Wann ist es nochmal? Welle 5? Upgrade at Rave 10. Nee, Welle 10. Da schon wieder. Die rennen halt durch zu diesem Kack-Drecksding, ne? Ich finde das so asozial. Ja, ich weiß, dass ich dominate, aber... Hier, der ist doch fast tot. Nimm doch den. Mehr Fernkämpfer. Ich kann die am Ende umwandeln. Problem ist, ich sollte es nicht vor Welle 10 eigentlich machen, oder? Soll ich noch stärkere bauen? Irgendwie hier sowas? Ich weiß nicht mehr, was ich die Dings-Einheiten hier habe. Kann ich es nochmal irgendwie sehen? Transformation? Nee. Ich muss jetzt mal langsam ein bisschen Geld sparen. Komm schon! Besorgt mir was! Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich will eigentlich so einen hier haben. Noch. Weiß aber nicht welchen davon. Schildsklave oder Templer? Ich glaube den Templer nehme ich tatsächlich. Hat er schon aufgegeben innerlich? Wahrscheinlich, oder? Ich bin doch ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was es kostet. 500? So, ich baue mal einen und dann spare ich auf den Quatsch hier. Okay, er hat auf die gespart. Wir sind aber ein bisschen mehr, deswegen bringt sie ihm wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich versuche die Dinger jetzt hier zu killen. Habe ich... Was? Habe ich upgradet? Ich bin überfragt. Oh, schnell was machen. Das ist das? Habe ich den jetzt beschworen? Ich bin ein bisschen überfragt. Die neue Map überfordert mich und er geht voll auf Masse. Okay, dann machen wir noch ein paar Schwertkämpfer. Fick dich doch. Weil ich glaube, die sind biologisch, oder? Jo. Biological. Dann mache ich heute noch ein paar mehr davon. Tja. Stell dich davor, yes! Ich glaube, der ist für uns. Der Tower muss mir mal kurz den Arsch retten, bis die Welle da ist. Yes, wir haben sie überlebt. So, rein da, Jungs! Ansturm! Sehr geil, schönes Ding. Jetzt macht mal den Kack-Tower kaputt, der geht mir so auf den Sack. Dankeschön. So, was brauche ich als nächstes? Was Fettes, oder? Nehmen wir den Azur-blauen Drachen oder nehmen wir den die Feuerschildkröte? Die macht AE-Schaden, ist ganz gut gegen den ganzen Dreck, ne? Solange er nichts Fettes macht, wäre die eigentlich ziemlich stark. Ey, ohne diesen Drecksturm, ne? Wird er so überhaupt nicht gewinnen. Spare ich jetzt einfach mal auf die Schildkröte. Was ist das nochmal? Teleport. Okay. Mitten rein. Nächste Welle. Ich muss das mal ganz kurz hier gewinnen. Das ist gerade wichtig.
Oh, wir holen sie zurück. Zum Tower. Ich hab Angst. So, was brauche ich überhaupt? Oh, ich brauche eine ganze Menge, sehe ich gerade. Eine fucking ganze Menge. Was ist es? 5600. Haben wir ja bald. Stelle ich mal einen Tower auf. Er sollte die hoffentlich alle rösten. Nein, wird er nicht. Er wird vorher gekillt. Scheiße. Komm schon, überlebst, Tower. Ist kein Problem, gleich habe ich das Ding. Dann geht's ab. Mal ganz kurz alles killen. Oh fuck, da oben kommt noch was. Jetzt aber so. Jetzt haben wir wieder 1 gegen 1. Hoffentlich ohne den Tower. Ohne den Tower. Ja, ohne den Tower. Aber die Dings ist noch nicht da. Oh nein, der hat unsichtbare. Detektor. Scheiße, den habe ich noch nicht dabei. Scheiße. Ich brauche noch was Tankiges, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe nichts Tankiges. Ah. Okay, ich habe ja ein paar Tanks da. Heißt, im Endeffekt kann ich die tatsächlich transmutieren. Zu denen. Mehr davon. Wobei diesen... Ah, das war nicht so smart. Okay, ich hoffe, jetzt dreht sich's. Mit der Schildkröte. Okay, er baut auf die. Ich muss was Anti-Air-mäßiges haben. Was geht denn hier? Achso, ja, nur, eigentlich gehen nur die hier Anti-Air. Okay. So. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Das kriegen wir hin. Oh nein, der Fette kommt. Nicht der Fette. Ah, und da, weil ich hier dominiere, macht der Fette mich jetzt platt und am Ende killt er mich. Ja, das wird ja witzig. Kann jetzt noch eine Schildkröte bauen. Und dann muss ich tatsächlich echt sparen auf den Dings. Ich hoffe, dass der ein bisschen für mich spielt hier, der Drache. Komm schon. So. Einen noch. Und jetzt warten wir ein bisschen. Ich hoffe, ich kann ja mal Ende mit dem Blitzturm absnaggeln. Problem ist, ich mache dem doch gar keinen Schaden. Oh nein, der Turm geht voll gegen mich. Ey. So richtig gegen mich geht der. Er mit seinen scheiß Fliegdingern. Was habe ich denn sonst so Anti-Air-mäßiges? Eigentlich gar nichts, oder? Eigentlich nur die Dinger. Greift der keine Fliegenden an, oder was willst du mir erzählen? Der greift echt keine Fliegenden an. Ich fasse es nicht. Der hat alles umgebaut zu fliegenden Dingern. Und wir jetzt mit dem Drachen... Ich sehe meine Maus nicht mehr. Da. Okay, jetzt rennt er durch. Das ist hart. Muss ich zugeben. Können meine Typen die mal schnell wegbumsen? Danke. Alles ja richtig bitter, das habe ich ja noch nie bedacht. Das habe ich ja fucking nochmal noch nie bedacht. Ich muss gar nichts mehr bezahlen für das Soul Essence Ding. Kostet das jetzt automatisch? Okay, was geht gegen Air hier? Luft- und Bodenabwehr. Irgendwas krasses, was... Bodenabwehr. Flächenschaden schnell. Luft- und Bodenabwehr. Okay, ich brauche die nicht mehr. Alles umtransportieren. So. Aber er kriegt den Fetten halt auch nicht tot. Aber ich komme nicht rüber zu ihm. Ist halt ein bisschen bitter. Oh, jetzt hat er doch noch ein paar Speerwerfer gemacht, weil er jetzt glaubt, ich mache auch Anti-Air. Ja, ich mache auch Air-Viecher, mache ich aber nicht. Haha. Ah, scheiße, kam nicht mehr raus. Das ist gar nicht so lustig. Tatsächlich, das hat er... Ich weiß nicht, ob smart war. Hab keine Ahnung. Revenge. Wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht.
Ist er denn? Okay. Ich habe ein paar weggeknallt, aber das war jetzt vielleicht zu früh, wer weiß. Muss am Ende eh alles verticken und auf die Dinger hier gehen. Wie es aussieht. Kann die mal ein bisschen upgraden. Und ich weiß, es sind die falschen, eigentlich müsste ich die anderen haben. Oh, die machen ja gar keinen Damage gegen die. Ah, diese Fuck-Dinger, ey. Jetzt kippt der denn auch noch Wildnis oder whatever das auch immer ist. Hä, du sollst... Dingsen. Oh, nö, ich hab zu viele. Scheiße. Ja, mach die Kack-Dinger hier weg. Go, 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 go. Ich hoffe, der bringt was. Gegen die. Schade, wieder genau nicht gepasst. Schon wieder ein Limit. Oh, ist doch alles kacke. Okay. Ist jetzt gar nicht so einfach. Soll ich jetzt alles verticken und nur auf Azur-Dingsbums gehen? Weil er macht es ja ähnlich. Er geht auch nur auf die. Okay, die Turtles können halt weg, ne? Auf jeden Fall. Nein, lass mich in Ruhe. Noch zwei Azur-Drakes. Jetzt nochmal schießen und den ganzen Kladderadatsch da wegmachen, ey. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist, dass er vollkommen ignoriert wird hier. Alter. Das ist ja mal mega witzig. Okay, ich vertick die alle. Jetzt wird's interessant. Wir gucken mal. Hä? Warum so wenig? Hab ich kein Geld? Oh, ich habe kein Geld. Ist nicht so geil. Er hat die jetzt selber klein gemacht und zurückgezogen. Aber jetzt will er komplett... Ah, jetzt will er mich überrennen. Jetzt will er. Na, dann gucken wir mal, was passiert. Ich stelle mal hier eine Defense auf. Boah. Wenn man länger nicht spielt, dann kennt man die ganzen Tactics nicht, würde ich sagen. Scheiße. Ja, jetzt mein Tower ist natürlich instant weg. War nicht so geil. Die Dinger sind halt auch instant weg. Die stehen halt schon. Und meine kommen da ganz langsam angelaufen, haben die schlechteste Range auf dem Planeten gefühlt. Ich habe nichts mehr, was ich tun könnte. Könnte in denen, könnte ich die nächste Welle spawnen. Gucken, was passiert. Bedeutet, dann sind wenigstens meine Fernkämpfer schon da. Scheiße, der Tower ist weg. Dü-düm. Ne, das wird nichts. Das verlieren wir. Schade. Naja, passiert. Auch mal interessant, so ein Match zu sehen, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Genau jetzt kann ich nicht mehr, oder was? Geil. Naja, das war's. Kannst du aufgeben. Er hat echt alles auf die scheiß Drachen umgebaut. Und jetzt baut er halt noch ein bisschen irgendwie, was er über hat, ein bisschen Kackzeug. Naja, das fliegt halt, flattert halt direkt weg. Und im Endeffekt, nee, noch nicht mal. Also die Azur-Drachen sind nicht so geil, wie ich gedacht habe, aber er hatte auch eine leichte Übermacht dann. So, das, und war irgendwie mehr Long Range oder, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Hier sieht man, was er gebaut hat, natürlich größtenteils, ne. Gut, ich hätte nicht sparen müssen, das weiß ich dann ab jetzt, dass man nicht mehr sparen muss, dass der Scheiß automatisch upgradet wird. Das finde ich aber gar nicht so cool. Also es gab mal die Idee, dass, dass es rein theoretisch besser ist, wenn man... Ne, das Moment, der Satz fängt vollkommen falsch an. Also, es gibt ja theoretisch eine andere Taktik, in der man halt das Upgrade nicht macht und dafür kurzzeitig mehr Viecher hat. Ja, das funktioniert aber tatsächlich meiner Meinung nach, wenn überhaupt, nur bei dem letzten Upgrade, weil am Anfang
läufst du sowieso gegen den nächsten Tower und der bummst dich einfach weg. So, das macht da keinen Sinn. Deswegen machst du die ersten zwei Upgrades meiner Meinung nach immer instant. Ja. Und das letzte, da kannst du überlegen, ob du unterschlägst. Da musst du aber dann auch fertig machen, weil sonst bist du im Nachhinein wieder im Nachteil. Ja. Aber meistens hat sich rausgestellt, dass du am Ende am meisten Geld hattest insgesamt, wenn du immer instant upgraded hast. So, das hat sich irgendwie nicht gelohnt, egal wie lange das Match gedauert hat. Man hatte immer mehr Geld, wenn man das instant upgraded hat. Und das war ein bisschen, fand ich, unbalanced. Also diese Taktik mit dem Upgrade ein bisschen warten hat nie funktioniert, glaube ich. Und deswegen hat es nie einer gemacht. Und dann haben sie sich jetzt bestimmt gedacht, okay, es macht eh keiner. Und anstatt, dass wir irgendwie die Zeit verlängern, wie lange die Mine braucht, ja, damit man da auch ein bisschen mehr Vorteil hätte, wenn man es nicht tut, die Mine abzugraden, haben sie es lieber so gemacht, dass es jetzt einfach instant abgegradet wird. Und nicht, wobei, das kann ich hier nicht verstehen, dass es am Ende echt so viel ausgemacht hat. Weil ich habe am Anfang halt das Early komplett gestompt, ja, ich habe alle Dinger bekommen in der Mitte, plus diesen komischen Drachen, und da sah es auch echt noch gut aus, und ich habe halt viel zu spät reagiert, als er in die Dinger umgebaut hat, aber tatsächlich sind die Azurdrachen wohl nicht so geil. Naja, müssen wir mal gucken. Ich hätte tatsächlich gerne eine Endgame-Einheit, die Luft und Boden angreift mit einem Kettenblitz. Sowas hätte ich gern. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner macht, ich glaube nicht, aber naja. So, wie kann ich jetzt hier wieder weggehen? Okay, es waren 21, gleich 22 Minuten. Ich hoffe, das war okay, dass wir mal als kleinen Filler eine Folge Red Tides aufgenommen haben, in der ich ja verloren habe. Ist ja auch witzig. Und ja, ich guck mal, was es da die Tage sonst so gibt. Ich werde mich jetzt mal und morgen mal bei Steam umschauen. Also, habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.